Herr Innenminister, bitte. Sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher, liebe Menschen, die in Österreich leben, all das, was Sie bisher gehört haben, und das ist uns allen bewusst, verlangt in den nächsten Tagen und Wochen wieder sehr viel von Ihnen ab. Die Herausforderung ist allerdings, dass die Alternativen nicht da sind und wir alle gemeinsam jetzt einen Beitrag leisten können dazu, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Aus diesem Zweck gibt es auch wieder, ich sage das ganz bewusst, wieder, Sie kennen es, eine Ausgangsbeschränkung. In der Uhrzeit von 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr früh mit dem Ziel, wie der Bundeskanzler ja schon formuliert hat, dort ein Durchbrechen von Infektionsketten zu erreichen, wo sie derzeit leider so häufig auftreten, und dort durch die Reduzierung von Besuchen auch eine Entlastung des Gesundheitssystems zu erwirken. Die Ausgangsbeschränkungen sehen vor, dass man die Wohnung zwischen 20 Uhr, das Haus zwischen 20 Uhr und 6 Uhr früh nicht verlassen soll. Es gibt 5 Ausnahmegründe, warum man es dennoch tun darf. Auf der einen Seite die Abwehr von Gefahren betreffend Leib und Leben und Eigentum. Zur Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen, aber auch um familiären Betreuungspflichten nachzukommen. Die Deckung der Grundbedürfnisse, wenn einem, was einem ganz wichtig ist, im Haushalt zur eigenen Versorgung ausgeht, dann ist es erlaubt, dafür auch, um das zu besorgen, die Deckung der Grundbedürfnisse, die Wohnung zu verlassen. Für berufliche Zwecke und es ist erlaubt, der Aufenthalt im Freien zur sportlichen Betätigung oder, wenn es einem einfach nicht gut geht, die Decke auf den Kopf zu fliegen droht und man einfach raus muss. Das sind alles Maßnahmen, die haben wir uns nicht leicht gemacht in der Entscheidungsfindung, mit dem Ziel, die Infektionsketten, die Infektionskurve wieder gemeinsam in einer gemeinsamen Anstrengung hinunterzudrücken. Und all das wird nicht einfach sein, aber es kann gelingen. Und auch da, gestatten Sie mir, sind wir sehr optimistisch in der Bundesregierung, dass wir mit dem Schulterschluss mit den Österreicherinnen und Österreichern gemeinsam das auch erreichen können. Beispiele, was bedeutet das jetzt in der täglichen Praxis? Wenn eine Polizeikontrolle, eine Streife durch einen Park fährt und dort eine Ansammlung von mehreren Personen vorfindet mit Alkohol ab 20 Uhr, so ist dieses nicht erlaubt. Das heißt, die betreffenden Personen werden entsprechend der Gesetz und Verordnung des Gesundheitsministeriums angezeigt. Wenn ein Barbetreiber sein Lokal offen hält, dann wird einerseits der Barbetreiber angezeigt und andererseits auch die Personen, die sich nach 20 Uhr dort aufhalten. All das ist ein gemeinsames Zusammenwirken der Gesundheitsbehörden gemeinsam mit der Polizei, um auch hier klarzumachen, dass das keine Ankündigungen sind, die jetzt alleine getroffen werden, sondern dass mit der Verordnung ab 3.11. um 0.00 Uhr klar ist, dass diese Maßnahmen einzuhalten sind. Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit ist daher angewiesen, gemeinsam mit den Landespolizeidirektoren ein umfassendes Maßnahmenpaket zu ergreifen, damit gerade der Kontrolldruck jetzt am Anfang besonders sichtbar und klar ist, gemäß der polizeilichen Vorgaben der 3D-Strategie, Dialog, Deeskalation, aber wenn alles nicht hilft, auch durchzugreifen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich appelliere an Sie, dass wir es gemeinsam schaffen, wenn wir uns an die Maßnahmen halten, die Infektionskurve nach unten zu drücken. Es ist alternativlos. Die Polizei ist der Partner der Bevölkerung. Ich danke den Polizistinnen und Polizisten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sicherheitsverwaltung, die hier jetzt wieder einen besonders intensiven Dienst leisten werden müssen, für ihren engagierten Einsatz. Und gemeinsam werden wir es schaffen, diese herausfordernde Situation auch zu meistern.